kam es denn dazu, dass jemand seine Arbeit verloren hat, krank geworden ist, also einfach in Notsituationen ist, dass es keine Faulheit ist, sondern dass es einfach Schicksalsschläge sind. Und zwar Schicksalsschläge, die uns allen ganz schnell genauso passieren können. Mein Name ist Bärbel Albrecht, ich bin Sozialarbeiterin. Ich arbeite bei der Diakonischen Bezirksstelle in Ludwigsburg in der Lebens- und Sozialberatung. Und ein Teil meines Auftrags ist die Organisation und die Durchführung von der Ludwigsburger Vesperkirche. Die Vesperkirche ist eigentlich entstanden hier in Ludwigsburg 2010. Die Idee ist, dass für 3 Wochen diese Kirche geöffnet wird. Die sieht dann anders aus und es ist ein Begegnungsort. 3 Wochen lang gibt es hier Mittagessen für alle, die möchten. Also es sind alle Menschen eingeladen. Die Idee ist, dass Menschen, die sich sonst im Alltag nicht treffen, dass die miteinander am Tisch sitzen und gemeinsam beim Mittagessen ins Gespräch kommen und einfach voneinander erfahren und das so aus Verständnis einfach wächst füreinander. Pro Tag brauchen wir zwischen 65 und 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es sind ganz verschiedene Arbeitsbereiche, in der Spülküche, im Service, in der Kuchenausgabe. Und ein ganz wichtiges Team ist für uns auch das Begrüßungsteam. Wenn jemand hier sich noch nicht so auskennt, wird er in Empfang genommen von jemand aus unserem Begrüßungsteam. Die erklären ihm kurz, wie das abläuft und bringen ihn dann auch zu einem Platz. Es ist ein großes Begegnungsprojekt, also die Begegnung ist uns wichtig. Das Essen steht natürlich im Mittelpunkt und für viele ist es auch ein unheimliches Geschenk, über 3 Wochen so ein günstiges, gutes Essen zu, ja, wie im Gasthaus serviert zu bekommen. Aber ich glaube, dieses Zusammensein, dieses an einem Tisch miteinander sitzen, ist für ganz viele genauso wichtig oder manchmal noch wichtiger. Was auch ein wichtiger Anteil ist, hier ist unser Infotisch. Es ist uns wichtig zu zeigen, 3 Wochen Vesperkirche können Armut und Hunger in Ludwigsburg nicht besiegen oder nicht abschaffen. Es sind so viele Einrichtungen und Träger, die hier in verschiedener Art und Weise arbeiten, und zwar das ganze Jahr über. Und die dürfen sich, also an jedem Tag 1 bis 2 Einrichtungen, stellen sich einfach hier vor mit ihrer Arbeit und sind für die Gäste und für die Mitarbeitenden einfach als Ansprechpartner zur Verfügung. Und da kann man sich informieren über Schulden, über das Thema Sucht, über Hilfen bei der Pflege und ganz unterschiedliche Dinge, über Mittagstische, übers Jahr. Und dann, also es ist ein ganz arg schönes Gefühl, weil wir dann merken, was man alles eigentlich auf die Beine stellen kann, wenn so viele zusammenhelfen. Und ich glaube, dass das auch was ist, was unsere Gäste spüren. So, jetzt geht's hier ins Turmzimmer. Ein Traum wäre für mich, dass diese Art von Begegnung möglich wäre in Ludwigsburg ohne die 3 Wochen Vesperkirche. Also dass es viel alltäglicher wäre, dass Menschen aufeinandertreffen. Und das ist aber in der Realität eben oft gar nicht möglich. Im Gottesdienst sind andere als bei uns in der Beratungsstelle. Beim Essen gehen sind auch wieder Menschen, die es sich leisten können. Und genauso bei der Kultur oder den Konzerten. Also während der Vesperkirche haben wir donnerstags Kulturveranstaltungen, wo einfach alle kommen dürfen. Und wenn das möglich wäre, nicht nur auf die 3 Wochen beschränkt, das wäre ein Traum von mir. Ja.